Über den integrierten Webbrowser der Basic Panel Second Generation haben Sie umfangreiche Möglichkeiten, sich Informationen über Ihren Prozess oder zu Ihrer Anlage anzeigen zu lassen. Sie können zum Beispiel auf die Webserver der SIMATIC-Steuerungen zugreifen, um sich Baugruppeninformationen anzeigen zu lassen, oder Anleitungen als lokal gespeicherte Webseiten integrieren. Das nachfolgende Beispiel zeigt den Zugriff auf den Webserver der SIMATIC-Steuerung, von dem anlagenübergreifende Informationen direkt mit dem HTML-Browser des Basic Panels ausgegeben werden. In diesem Fall meldet eine F-Baugruppe eine Störung. Anstelle von Baugruppeninformationen können Sie über den HTML-Browser auch anlagenspezifische Dokumente, wie zum Beispiel Reparaturanleitungen, Bestellnummern oder Detailzeichnungen anzeigen lassen. Die Dokumente können direkt auf einem USB-Stick hinterlegt werden. Damit die Dokumente über den Webbrowser angezeigt werden können, müssen diese im HTML-Format vorliegen. Die Webbrowser-Funktionalität lässt sich sehr einfach in nur zwei Schritten in Ihre Projektierung einbinden. Webbrowser Control in das Bild ziehen. Den Dateipfad der HTML-Seite können Sie in der Projektierung fest hinterlegen oder in der Bedienoberfläche über ein EA-Feld ändern. Der HTML-Browser der Basic Panels. Einfaches Handling, vielseitig einsetzbar. Zugriff auf Webserver der SIMATIC und SIMOTION-Steuerungen. Möglichkeit der Ausgabe von Dokumenten. Die gesamte Funktionalität bieten natürlich auch die Comfort-Panels.